Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Quantum Konundrum. So. Ich glaube, so sollte das hinhauen. Well, that's a step up. Das ist richtig. Okay. Wir hätten denselben Safe wieder gebraucht. Aber das kriegen wir hin. Hoffe ich. Nee. Man muss es ja mal probiert haben. So kann ich dann nicht hochspringen. Du wirst niemals einen gefälschten Ausweis verwenden. Würde ich nie tun. Achso, wir sind automatisch wieder hier oben. Ah ne, halt, da ist ja noch ein Knopf. What the fuck, wo kommt die Couch her? Die jetzt da oben liegt. Okay, hier haben wir noch einen Knopf. I'm pretty sure you'll be able to get that battery. Somehow. Wenn die Couch nicht da oben liegen geblieben wäre, bestimmt. Okay, Moment. Flupp, Couch hat sich aufgelöst. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich auf die Couch? Okay, was machst du denn? Okay. Hilft uns das weiter, der Tresor da jetzt? Gerade? Ja, hilft er. Scheiße, zu spät. Icke, ich hab dich gehört, wo bist du? Ich glaube, das war falsches Timing. Ja, was? That's moving at a fairly high velocity. Perhaps you could find a better location to get to it. Ja, ja, ich weiß schon, was ich tun muss. So, ich will die Couch später zünden, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. So, dann müssen wir auf die Couch springen und dann müssen wir versuchen, die Batterie da oben zu bekommen. Die wir. Wo müssen wir die überhaupt einsetzen? Da machen wir uns später Gedanken drüber. Hier? Ja, da. Couch müsste gleich kommen. Da ist er. Ah. Wo ist die Batterie? Oh. Ah, wo geht's denn hier noch hin? Achso, da kommen wir dann weg. Okay. Also nochmal. Okay. Couch ist noch nicht unterwegs. Ich habe gerade was anderes überlegt. Was ist denn, wenn ich den Safe leicht mache? Ah, da hinten ist ein Secret. Den Safe leicht mache und einfach den Safe da drauf lege. Oder ist es nicht schwer genug? Brauche ich da was ganz Schweres für? Ich raff noch nicht so ganz, wo ist denn die Batterie jetzt? Hä?
Warum spuckt er keine neue Batterie? Ja, Icke ist irgendwo da oben. Okay, Level 9 Person? Ne, vom letzten Checkpoint start. Die löst sich auf und die fliegt verdammt schnell da hoch. Vielleicht klappt das so besser. Couch is incoming. Und die Batterie macht sich auch gerade auf ihren Weg. Ich kann mich halt nicht ducken. Da kommt die Batterie. The IDS battery receptacle is where? Am Anfang, ich weiß, wo sie ist. Bleibt da ja liegen. Set. Well, check back in the research and development lab when you have a spare moment. Zeitdimension, aber wir haben noch nicht die schwere Dimension. Da haben wir also irgendwo die Blaupause vergessen. Den Safe krieg ich nicht geschnappt so schnell. Boah. Ich weiß nicht, ob wir den hier überhaupt fangen können. Ich glaube, den können wir uns nicht packen, so. Dann müssen wir uns die Couch holen. Oh, ich wäre fast abgeschmiert. Och, Mann, oh. Okay, aber wir haben die schwere Dimension. Das geht dann ja. Da ist die Couch. Das ist jetzt doof. Sowas. Es kommt trotzdem so hoch. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, ich müsste da jetzt noch irgendwas anderes machen. Ecke. Hallo. Okay, weiteres Level gelöst. Hat ein bisschen länger gedauert. Aber immerhin. Not only do I have to worry about myself, I am obligated to have concern for you too.
Ja, du gibst voll Acht auf mich. Du hast dir so eine Hütte gebaut, die ist schwer lebensgefährlich, mein Freund. So, wo geht's hier hin? Viele Wege führen zum Ziel. Okay, dann schauen wir uns erstmal um. Geht schon wieder alles kaputt. You're going to want to retrieve another battery first. Ja. Und warum? In der Reihe in Folge komme ich da nicht drüber. So, aber gesagt, bloß wir kriegen Zeit zurückspulen oder sowas. Kriegen wir jetzt hier unsere vierte Dimension? Ja, wir spielen ja nicht 3D, wir spielen hier 4D. Ich hatte da drüben auf jeden Fall eine. Intriguingly tricky. Doof, oder? Ja, das war doof. Jetzt haben wir den Text gar nicht gelesen. Egal. Boah, wie soll ich denn darüber kommen? Weil der kommt so viel später erst. Der andere Tisch. Da komme ich doch. Da kann ich ja nicht drauf kommen. Okay. Du wirst niemals Billigmöbel zum Selbstzusammenbauen kaufen. Gab's noch einen Weg? I know that's what you kids sound like, but this still creeps me out. Wo geht's hier hin? Brauch einen Tisch. Ich hab gar nicht die flauschige Version. Scheißen. Die flauschige gibt's hier. Aber what the fuck, wie soll ich da rüberkommen? Da unten ist auch noch ein Schalter. Also erstmal runter oder was? Ja, dazu müsste ich auf den anderen Tisch. Du wirst niemals alt genug werden. Warte, gleich erinnere ich mich wieder. Ich muss was. Naja, aber das geht ja auch nicht. Ich muss was mitnehmen. Ja, ich habe hier keine flauschige Dimension. Ich dachte, ich müsste jetzt was mitnehmen, werfen, wo ich dann zuerst drauf springen könnte. Na, kann ich nicht drauf springen. Ha. Das ist ganz schön verzwickt gerade. Wie komme ich darüber? Über die Tische. Die fallen in so einem doofen Abstand. Habt ihr jetzt selbst schon oft genug gesehen. Dass ich nicht weiß, wie soll ich auf den zweiten. Auf den zweiten kommen. Hab ich hier irgendwas übersehen? So, das führt mich einfach nur wieder hoch. Okay. Das hilft mir also auch nicht weiter. Und für ganz hier oben. Those safes are a little excitable. You should let them settle all the way down.
Ja, ich muss die schwer machen, dass die durch den Laser fallen. Leicht machen, Zeit anhalten, also hochfliegen, Zeit anmachen, rüberspringen quasi. Also ich brauche wirklich alle drei Dimensionen. Also das habe ich ja jetzt auf Anhieb kapiert. Aber wie ich das mit den Tischen mache, habe ich noch nicht so kapiert. Take a leap of faith. Time is on your side. Ja, du Lappen. Wie zum Teufel soll ich da drauf kommen? Der erzählt mir vage Einsprung des Glaubens. Blablablub. Die Sprüche sind mir momentan egal. Die da stehen. Du wirst niemals irgendwas erreichen. Ich komm da nicht drauf. Kannst du knicken, dass ich da drauf komme? Also ich hab grad ehrlich gesagt keine Ahnung. Selbst dann bleibe ich Millimeter davor stehen. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte direkt auf den zweiten springen, aber dann bin ich auch schon so tief unten. Na wohl, dann könnte ich es eventuell noch darüber packen. Na, da komme ich nicht drauf. Wenn ich zuerst auf den einen... darüber? Nee. Ha. Bin ich an den Tisch gekracht. Ich komme da nirgendwo hin. Ach Mann, oh, was muss ich da tun? Jetzt bin ich gar nicht gesprungen. Ja, komm, mach weg da. Ah, jetzt war der noch zu hoch. Na, ich krach dann an den Tisch. Was ein Scheißen, Scheiße. Also ich raff's gerade nicht. Der Part ist auch schon ewig lange. Aber ich raff's nicht. Ich gehe hier unten in den anderen Räumen, komme ich definitiv nicht weiter. Es liegt an dem Raum da oben. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn lösen soll. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich pausiere hier mal die Aufnahme und werde hier nochmal testen und dann sehen wir uns im nächsten Part, wie es geht, hoffentlich. Bis dann, ciao!